Eieiei. Ich hoffe, ich kann hier nicht vom Blitz getroffen werden. Aber so wie ich das Spiel einschätze, kann ich sehr wohl. Ah. Einen schönen guten Morgen hier auf der einsamen Insel im Pazifik und bei Stranded Deep. Ich bin Rudi und ich habe so ein bisschen Fortschritte gemacht. Ich habe hier reichlich Wasser von unserem Wassersammler. Ich habe sogar noch Blätter darunter. Mal gerade gucken, wie es uns geht. Uns geht es eigentlich sehr gut. Ich könnte zwar einen Schluck vertragen, aber ich muss ja ein bisschen sparsam mit dem Wasser auch sein. Dann haben wir hier in der Hand einen Refined-Speer, also einen schon besseren. Der besteht nicht einfach nur aus Holz, der hat eine Steinspitze. Und ich hoffe, damit kann ich noch ein bisschen besser angeln. Mal gucken, ob ich hier was finde. Eine Möwe. Ob man die jagen kann? Ich denke schon. Ich probiere es demnächst mal aus. Zwei Reifen haben wir schon gerettet. Der dritte, der wird wahrscheinlich irgendwo im weiten Ozean treiben. Da, Vögelchen, traut euch mal nicht zu nah an mich ran. So, was wir ansonsten aber relativ wenig haben, das sind Ressourcen wie zum Beispiel Holz. Ich könnte hier zwar meine ganze Insel kahl schlagen, aber dann hätte ich ein anderes Problem. Da steht hier auf meiner Uhr ganz unten mit SPF. Das ist der Sonnenfaktor, die Sonnenbestrahlung. Momentan ist alles ganz gut, aber wenn der Balken ganz unten ist, bedeutet das, dass ich einen Sonnenstich kriege und dann muss ich ganz schnell in den Schatten und dann wäre es doof, wenn ich keinen habe. Außerdem sind die Palmen für mich natürlich auch eine Ressource für Nahrung. Da haben wir zum Beispiel noch eine Kokosnuss. Ich bin schon darauf hingewiesen worden, weil ich die Kokosnüsse meistens nur getrunken habe und nicht gegessen habe. Also ich habe hier noch eine Kokosnuss liegen. Natürlich kann man die auch essen, indem man sie jetzt noch weiter kaputt macht. Dann bekommt man zwei Kokosnusshälften, die man in aller Ruhe essen kann. Ich bin mit den Kokosnüssen allerdings so ein bisschen vorsichtig, denn zu viel Kokosnuss bedeutet, dass ich Dünnschiss bekomme und Wasser ist sowieso ein Problem. Und wenn ich dann auch noch Wasser verliere, das wird schwierig. Also das sollte man gerade in diesem Spiel unbedingt vermeiden. Ich brauche hier hauptsächlich Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Oh, und ich habe 4 Tage überlebt. Punkt für mich. Da kann ich hier mal gucken. Keine Statuseffekte, das heißt, mir geht es ganz gut. Meine Jagdfähigkeiten sind noch nicht so ausgestattet, aber für alles andere habe ich mittlerweile schon Level 3. Dieser Level spielt auch eine Rolle dabei. Ich glaube, ich könnte doch ein großes Essen, so ein bisschen zu essen, kann ich? Dann zeige ich das mal. Dann gib mir mal... Ich könnte jetzt das Knife nehmen. Ich nehme mir mal die Axt. Und hau hier mal die eine Kokosnuss kaputt. So, da habe ich nämlich dann Kokosnusshälften. Die kann ich dann auswählen. Und guten Appetit. So, dann bin ich fast komplett gesättigt. Das wird auch für eine Weile halten. Dann nehme ich mal wieder meinen guten Speer und gucke jetzt mal nach, was wir hier noch nicht abgeerntet haben. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich schon hier auf diesem Boot war. Ich werde einfach mal hinschwimmen. Ich glaube, irgendwo bin ich schon mal... Oh, Nemo.
Hi. Ja, Sardinen können wir auch angeln. Aber dazu nehme ich besser den Fishing-Speer. Der ist da deutlich besser. Irgendwas habe ich hier berührt und habe mich dran vergiftet. Ich muss hier mal ein bisschen aufpassen. Ups. So, diese Boote, die lassen sich Gott sei Dank recht gut begehen. Die Fässer, ja, die würde ich gerne nehmen. Warum das im Augenblick nicht geht, weiß ich nicht. Muss ich hier noch was kaputt hauen? Ja doch, ich kann sie ziehen. Die schmeiße ich mal über Bord. Denn auch die Fässer, die helfen mir später. Oh, es regnet. Interessant. Die Fässer helfen mir später, ein eigenes Floß zu bauen, denn lange kann ich mich nicht auf der Insel aufhalten. Wie gesagt, die Ressourcen sind schon recht knapp. Oh, hier ist es eng. Ah, ui. Container, gucken wir doch mal. Oh, eine Lampe. Die nehmen wir schon mal mit. Was haben wir hier? Electrical Parts für einen Motor. Uiuiuiuiui. Wir bekommen hier... Ups! Hilfe! Archerfisch. Da schwimmen schon die... Uiuiui. Hätte ich das gewusst! Ich werde schnell mal mein Fass in Sicherheit bringen. Komm mit, Fass. Wir müssen schnell an Land. Ja, manchmal kann der Pazifik ziemlich biestig werden. So, ein Fass haben wir schon mal. Eieiei. Ich hoffe, ich kann hier nicht vom Blitz getroffen werden. Aber so wie ich das Spiel einschätze, kann ich sehr wohl. So, ich könnte ein bisschen Wasser vertragen. Ansonsten bin ich noch recht fit. Ja, und das ist meine Rettungsinsel. Mit der könnte ich natürlich versuchen, auch hier eine der Inseln anzusteuern. Das Wichtigste, was ich hier in der Rettungsinsel habe und was ich dann auch auf jeden Fall brauchen werde, das ist der Kompass. Und ich habe noch ein bisschen was zu essen hier für Notfälle. Aber noch wichtiger ist überhaupt der Storage. Das heißt, also ich kann so ein bisschen was mitnehmen. Oh, eine Yucca-Frucht. Das wollte ich eigentlich auch noch machen, dass ich die irgendwann mal einpflanze. Und zum Einpflanzen... Uiuiui, das Wetter gefällt mir nur gar nicht. Ich sollte eigentlich meine Hütte weiterbauen. Ich gucke mal hier gerade ins Craft. Ah, nur Meter. Und klicke mal auf Building. Gut, dafür brauche ich auf jeden Fall noch wesentlich mehr Holz. Farming interessiert mich noch mehr. Wood Farming Cloth, da brauche ich 4 Holz und ein Lashing. Ich glaube, das werde ich vielleicht mal zuerst machen. Ich hoffe, ich habe überhaupt noch Holz. Mann, was für ein Wetter. Schnell was trinken.
reintrinken. Jo, schon ein bisschen besser. Das sind die Dinge, die ich bis jetzt schon gesammelt habe. Hier habe ich auch schon Electrical Parts. Vielleicht stacken die. Mal gucken. Ah, Mist. Jo, die stacken. Sehr schön. Und der Klassiker. Ich drücke immer die falsche Taste. Wenn ich hier Kisten aufnehme oder öffnen will, dann muss ich ganz normal in mein Inventory-Menü gehen und dann bekomme ich statt meines normalen Menüs die Kiste angezeigt. Jetzt habe ich diese Electric Parts in meine Tasche gepackt. Jetzt gehe ich in meinen Rucksack und transferiere die hier in den... nicht schon wieder. Container. Und Gott sei Dank, es geht. Ja, sehr schön. So wollte ich die Kiste eigentlich gar nicht lagern. Dreh um. Das ist das Kistenmanipulationsprogramm. Wetter, kannst du das mal lassen? Hier haben wir Gyrocopter Parts. Also ich kann irgendwann auch von Insel zu Insel fliegen. Aber ich befürchte, das dauert noch eine Weile. Scrap habe ich. Okay. Was ich ja natürlich brauche, ist Holz. Ich könnte hier die Bäume abhacken. Aber ich hoffe, ich habe irgendwo noch ein bisschen Holz liegen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, leider nicht. Ja. Nehmen wir mal diese kleinen Bäume hier. Ah ja, ich krieg genau 4 Woodsticks und die brauche ich, um so einen Farming-Plot herzustellen. Wo war ich? Da war ich. Das Wetter wird wieder besser. Mein Unterschlupf noch sehr einfach, aber der erlaubt mir auf jeden Fall zu sichern. Das sollte ich auch dringend mal wieder machen. Jetzt muss ich mal gucken, wo baue ich denn am besten einen Farming-Plot auf? Vielleicht da, wo ich auch noch ein bisschen mehr Platz habe. Ja, falls ich Steine brauche, dann kann ich die hier noch kaputt hauen. Okay. So, Farming. Kann ich das immer noch nicht? Warum kann ich das nicht? Ich habe eigentlich alles und hier steht auch nicht, dass ich da einen speziellen Level für brauche. Für einen eisenbewehrten Farming-Plot brauche ich hier Level 4. Aus Planken kann ich einen Farming-Plot bauen. Wieso kann ich den nicht herstellen? Ja, ich kann alles Mögliche jetzt für meine Hütte hier herstellen. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Na. So. Oh, das Wetter ist wieder besser geworden, Gott sei Dank. Noch sieht der Himmel relativ dunkel aus, aber ich hoffe oder ich denke, das wird sich bald verziehen. Dann bin ich schnell wieder Sonnenstich gefährdet. Momentan geht es mir noch recht gut. Ja,
das Quick Craft Programm sagt, ich kann. Das Farming Programm sagt, ach, a hoe is required. Das heißt, ich muss mir erst eine hoe bauen. Gut, wie baue ich mir eine hoe? Müsste ja eigentlich auch unter Farming stehen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Crafting. Werkzeuge. Crude Hoe. Dann brauche ich nur noch einmal ein Stone Tool. Gut. Irgendwo hatte ich einen schönen Steinvorrat. Der lagerte hier irgendwo. Nanu, keine Steine mehr. Doch. So, dann kann ich... Halt. Also mein Quickcraft-Programm, das ist komplett voll. Crafting. So, jetzt habe ich ein Steintool und jetzt müsste ich dementsprechend, jetzt steht da wieder auf Building. Crafting. Ja, das Crafting ist auch nicht ganz ohne. Wahrscheinlich das Quick Crafting Menü, das korrespondiert scheinbar immer nur mit dem, was hier ausgewählt ist. Und da ich die letzte Zeit gebaut habe, meinte ich, wollte auch bald weiterbauen. Aber jetzt mache ich mir erstmal eine Crude Hoe. Jetzt habe ich natürlich wieder ein Stück Holz weniger. Falls ich hier irgendwo noch ein Stück Holz finden würde, wäre es natürlich klasse. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis hier die Bäume nachwachsen. Beziehungsweise, ob sie überhaupt nachwachsen. In früheren Versionen taten sie das nämlich nicht. Dann räuberte man so eine Insel komplett ab und musste zwangsläufig zur nächsten fahren. Na gut. Hauen wir den auch nochmal um. So, jetzt kann ich aber hoffentlich einen Farming-Block bauen. Gut, das steht hier jetzt wieder nicht. Also ab ins Hauptmenü. Ach so, Klassiker. Und jetzt brauche ich natürlich noch wieder ein Seil. Und da habe ich gar nichts mehr. Jetzt laufe ich schön mit meiner Hoe durch die Gegend und kann gar nichts anbauen. So, was haben wir denn hier alles? Höchstens das, was ich anbauen kann. Ich gucke mal gerade, wie es mir geht. Ich brauche dringend wieder was zu trinken. Nehme mein Messer in die Hand und sammle erstmal wieder den Klassiker Pflanzenfasern. Ah, mir fällt gerade was ein. Ich habe ja Licht. Mal gucken, ob ich das hier ablegen kann. Ja. So, jetzt steht es wenigstens. Okay, weiter geht es. Die Jagd nach der Pflanzenfaser. Jetzt kommt wenigstens der Mond raus. Sehr schön. Hier stand noch eine Yucca-Pflanze, die mir sehr viel Pflanzenfasern gibt. Und die andere ist Gott sei Dank nachgewachsen.
Ich brauche allerdings nur noch zwei Fasern. Daher bin ich jetzt fast geneigt. Naja, egal. Oh, hier ist ja noch ein Farm-Sapling. Dankeschön. Und einen Punkt wieder für mich fürs Sammeln. Tja. Auch hier ist Looten mit das Wichtigste. Und auch eine Juckerfrucht, aber ich kann sie ja noch nicht anbauen. Na, es müssten doch eigentlich 6 sein, die hier fallen. Egal. Ich kann mir ein Seil herstellen. Hier ist mein Haus. Und irgendwie hier wollte ich mal versuchen, so einen Farming-Plot herzustellen. Er ist natürlich immer noch nicht im Crafting-Menü. Farming-Plot. Ah, oh, der ist relativ groß. Hold left arrow to clear. Da kann ich noch nichts clearen. Ich befürchte, ich muss ihn jetzt auch noch bewässern. Ah je. Ausgerechnet bei meinem knappen Wasservorrat, aber ist eigentlich schon logisch. Ich habe Gott sei Dank hier noch ein paar Palmwedel, die ich meinem Wasservorrat hinzufügen kann. Und ich hatte doch irgendwo einen Wasservorrat, den hatte ich scheinbar aber abgelegt. Habe ich den in eine der Kisten? Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Oh. Die Kartoffel ist leider schon vergammelt. Ich denke, die hätte ich anbauen können. Oder ich hätte sie einfach essen können, wahrscheinlich. Kochen konnte ich sie jedenfalls nicht. Empty drinkable coconut. Empty drinkable coconut. Ah, hier habe ich immerhin noch Fisch, das ich jetzt essen kann. Ich hoffe, das ist noch gut. Ja, das scheint noch gut gewesen zu sein. Dann trinke ich noch mal was. Aber wo habe ich denn meine Kokosnuss liegen lassen? Ich stelle mir gerade erstmal noch ein Seil her, denn das Seil brauche ich ständig. Und die packe ich hier gleich mal wieder mit drauf. So. Ja. Muss ich mir jetzt eine neue Kokosnuss herstellen? Denn wenn, müsste ich sie auf jeden Fall hier liegen haben. Und ich befürchte, dass ich sie entweder irgendwo abgelegt habe, wo ich es schlicht und einfach vergessen habe. Na, kann ich die Taschenlampe nicht anmachen? Irgendwie funktioniert die Taschenlampe nicht. Vielleicht brauche ich auch erst noch eine Batterie oder so. Gut, dann wird das nichts. Dann machen wir es einfach mal anders. Nein, an sollte es sein. Ich wollte es eigentlich nur aufnehmen.
So. Jetzt kann ich wenigstens nach meiner Kokosnuss suchen. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Die ist es auch nicht. Oh, die Fledermäuse. Oh. Hallo, Palmsetzling. Gut zu wissen, dass du da bist. Tja, mein Fass habe ich, aber keine Kokosnuss. Okay, dann müssen wir uns wohl eine neue herstellen. Dann nehmen wir uns die. Und eine Kokosnusstasche. Ich hoffe, ich kann dann wenigstens mehr anpflanzen als nur eine Pflanze in diesem Farming-Plot. Denn das Farming scheint hier wirklich enorm teuer zu sein. So, einmal die Kokosnuss und... Da ist noch was drin. Wunderbar. Dann mal zu meinem Beet. Hallo, kannst du nicht springen? Oder hast du Angst, dass du das Wasser vergibst? Oh je, yeah, je. Yeah. Das scheint sehr, sehr mühsam zu sein. Can't hold any more water. Muss ich mal gucken. Also sie ist gefüllt. Aber offensichtlich klappt das mit dem Farming Plot nicht. Nee. Scheinbar mit der Kokosnussflasche funktioniert das nicht. Die kann ich wirklich nur trinken. Dann mache ich das einfach mal. So, die lege ich jetzt aber wirklich direkt hier am Feuer ab, sodass ich sie auch finden kann. Kokosnussflasche. Und hier habe ich noch Kokosnüsse, die ich bei Bedarf essen kann. Aber ich habe hier auch noch Fleisch. Das ist auch gegart. Nur diese Kartoffel, das ist also nicht mehr so toll. So, das ist der Komposthaufen. Tja, ob man sowas erwischen kann. Die fliegt ja relativ langsam. Uiuiui. Ich traue mich einfach nicht, weil ich Angst habe, dass ich durch die Aktion dann meinen Speer verliere. Spätestens wenn er im Wasser landet, ist das keine gute Idee. Ah, hier sehen wir aber immerhin so eine Sache, die man des Nachts ganz gut machen kann. Nämlich, man sieht hier durch diese, Blasen, die hier auf dem Wasser sind, dass hier wohl irgendetwas liegt. Hoffentlich kommt mir nichts Bissiges entgegen, außer Sardinen. Oh ja, hier ist tatsächlich ein Boot. Aber ist hier auch irgendetwas, was ich gebrauchen kann? Außer Fische natürlich. Diskusfisch. Ja, dieses Boot ist scheinbar schon...
sehr zerlegt. Jetzt schwimme ich mal schnell wieder an Land. Hier ist nichts zu holen. Dann gucke ich mir mal den zweiten Plot an. Drückt mir die Daumen. Was ist eigentlich da hinten? Das sieht so doch sehr merkwürdig aus. Scheint eine Insel zu sein, aber auch hier ist so ein altes Boot. Oh, und hier ist eine Kiste. Her damit. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Nachttauchen. Sehr gut. Jetzt bin ich sehr mal gespannt, was ich ergattert habe. Oh, irgendwas ist passiert. Mist. Was sagt die Uhr? Noch nichts? Oh oh. Irgendwas ist passiert. Ich bin eigentlich bei Gesundheit. Nö, alles gut. Oder der Balken bedeutete, dass ich erstmal wieder Luft brauche und ich habe zu lange getaucht. So. Die Kiste fallen lassen. So, ein bisschen heranziehen. Und oh, ein Fernglas. Das habe ich aber auch schon gehabt. Aber schon festgestellt, dass das nicht allzu viel taugt. Diesen Corrugated Scrap, den kann ich rausnehmen. Den habe ich hier in einem anderen in einer anderen Kiste schon drin. So. So, jetzt habe ich hier drei. Von den Planken habe ich nur eine. Jetzt könnte ich daraus schon den nächsten Farming-Plot herstellen. Aber mit dem Farming, das scheint doch noch deutlich komplizierter zu sein, als ich gedacht hatte. Vehicle Fuel Part. Das ist ein Filterpart. Nee, halt. Ich wollte einmal auf die Lampe wechseln. So, und das soll in die Kiste. Und da ist es auch. Das Fernglas, das nehme ich mal raus. Das kommt hier auf den Fernglashaufen. Dann gib mir mal gleich die Lampe wieder, dass wir hier so ein bisschen sehen. Halt. Gleich nochmal speichern. Und offensichtlich muss ich hier tatsächlich nicht mehr schlafen. In früheren Versionen musste man auch zwingend schlafen. Aber so kann ich wenigstens dann die Nacht ausnutzen. Und jetzt habe ich ja auch Licht. Okay, dann werde ich hier mich so ein bisschen ausruhen und auf den Sonnenaufgang warten. Dann geht es weiter mit dem Sammeln von Material. Und ich hoffe, dass ich dann auch genug Material zusammen habe, dass ich mir dann ein Floß craften kann. Denn früher oder später müssen wir einmal uns auf See begeben und eine andere Insel ansteuern. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like für uns da. Oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Channel CT Zockt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt am Leben. Tschüss!